Also das fasziniert mich jetzt besonders. Es gibt ja Kongresse, es gibt ja Wettbewerbe und da treffen sich eben die Zauberer aus ganz Europa. Was wird dann bei diesen Veranstaltungen gemacht? Machen die einander was vor? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dann wollen wir da gar nicht so weit ausholen. Wir waren ja jetzt erst in England, also in Blackpool, auf dem Weltkongress der Zauberkunst, der alle 3 Jahre stattfindet. Jetzt muss man sich das so vorstellen, also ähnlich wie beim Ärztekongress. Ja, das ist also, da kommen also lauter Ärzte zum Ärztekongress und dann gibt es Ärzte, die sind ganz besonders spezialisiert und die halten Fachvorträge. Und so ist es eigentlich in der Zauberkunst auch. Da kommen viele Amateure, da kommen aber auch eine Menge Profis und dann kommen eben so eine Leute wie mein Kollege, der Axel Heckler, und der eben auch einen Fachvortrag, den man dort Seminar nennt, hält. Und dann sitzen da eben 500 Leute und hören sich an, was er zu sagen hat. Nur theoretisch oder ist das so eine Art Meta-Zauberei? Das ist sowohl theoretisch, also philosophische Geschichten, also oder konzeptionelle Sachen, wie man halt ein Grundstück aufbaut, um es noch effektvoller zu machen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch Eigenkreationen, die ich dann halt auch mit Kollegen teile, wo ich natürlich zwar verrate, wie der Trick funktioniert, aber darauf hoffe, dass jeder einzelne Künstler, der das dann vielleicht ausprobieren möchte, seine eigene persönliche Note reinbringt und es so zu seinem Kunststück verändert. Das heißt, das ist ja fast so wie so ein geheimes Treffen. Ihr verratet wirklich untereinander die Tricks. Ja. Das ist interessant. Naja, das machen ja, wie gesagt, jo, machen ja die Ärzte auch. Ja. Wenn er sagt, ich habe eine neue OP-Methode gefunden, ja. Genau. So, hier, dann schmeißt er halt so ein was an die Wand und alle gucken zu. Oder er macht Ultraschall und alle gucken zu. Und so ist es ähnlich. Axel macht dann halt irgendeinen tollen Trick, den er sich ausgedacht hat. Und alle sagen, oh, toll, ja, finde ich super, will ich auch können. Und manchmal ist die Verbesserung oder die Veränderung eines Kunststücks auch nicht, dass der Trick, also die Tricktechnik verändert wird, sondern ein psychologisches Detail oder ein Detail im Prozess des Grundstücks oder im dramaturgischen Aufbau die Wirkung des Grundstücks so drastisch verändert, dass es halt viel, viel besser wirkt. Und das ist, ja, der Laie, der denkt dann immer so nach dem Motto, das kommt alles nur auf die Tricktechnik drauf an. Das ist vielleicht 20%. Und es gibt Grundstücke, selbst wenn jeder weiß, wie die funktionieren, ist es wunderbar und der magische Effekt ist trotzdem noch da, obwohl man weiß, wie es geht. Da passt es ja, welche Geschichte steckt eigentlich hinter dieser Magie? Es gibt zum Beispiel einen ganz berühmten Namen, Houdini. Wie hat sich das entwickelt? Warum entstand das, dass Menschen sich überlegten, ich lasse jetzt eine Münze verschwinden oder Knoten im Seil platzten auf? Was steckt hinter dieser ganzen Geschichte? Ist das eine Machtpolitik gewesen oder die Priester für sich beansprucht haben oder so etwas? Genau. Naja, man muss ja die Entwicklung dahin sehen. In der Urgesellschaft ist die Magie und, ganz groß natürlich. Übermächtliche, übersinnliche und Dinge, die außerhalb dessen stehen, was man sich erklären kann. Also das, was ich als Magie bezeichne. Und Magie und Zauberkunst, wenn man das so ein bisschen differenzieren möchte, ist für mich die Zauberkunst, das ist klar, das ist eine natürliche Erklärung dahinter, das ist so Unterhaltung gedacht. Aber früher die Priester und die Magiere hat natürlich einen anderen Status. Und da gab es irgendwann einen Übergang. Irgendwann wurde ja aus dieser Urmagie eine Unterhaltungsform. Mhm. Und so gesehen kann man sagen, dass Zauberei auf der einen Seite einer der ältesten Sachen ist, die es gibt, und einer der jüngsten Sachen, die es gibt. Denn als Unterhaltungsform gibt es die Zauberei vielleicht seit 350 Jahren, 400 Jahren oder so. Ja, nicht viel länger. Es gab halt die Gaukler im Mittelalter, genau, die aber überhaupt keinen großen, guten Status hatten. Die noch sind verjagt worden. In der Politik. Und erst ein Robert Houdin zum Beispiel in Paris hat es geschafft, die Zauberkunst von der Straße in den Salon zu bekommen. Mit der Aufklärung, wo auch das Volk sozusagen Wissen sich angeeignet hat, wo das halt einen breiteren Boden hatte. Da hatte dann die Zauberkunst als Unterhaltungsform auch eine Möglichkeit, sich zu entwickeln. Also unabhängig, sagen wir mal, von Geschicklichkeitskünsten wie Jonglieren oder solche Dinge. Ja, also naja, früher war es wie gesagt auf dem Jahrmarkt und das ist vom Ansehen her ganz nieder gewesen. Hexen wurden verbrannt und irgendwann wurden sie dann an den Königshof geholt zur leichten Unterhaltung des Hofstaates. Ja. Ne? Das haben wir ja heute noch, wir nennen sie Experten. Genau, da gab es ja, ich muss noch was einhängen, vor ungefähr 150 Jahren hat sich ja dann noch sowas entwickelt, so ein bisschen parallel, wo die ersten physikalischen Experimente der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Man hat also einen großen Saal gehabt und hat dort irgendein physikalisches Phänomen so vorbereitet und aufgebaut, dass das eben 300 Leute sehen konnten und für die war halt die Froschschenkel mit der Elektrizität. So ungefähr, also eine brennende Glühbirne war eben schon was Besonderes und da gab es also wirklich auch Leute,
Leute, die haben, wenn man in das Buch schaut, wir haben bei uns in der Show liegt ein riesengroßes Buch, 8 Kilogramm Buch, schwer. Ja. Und dann die sind die letzten 500 Jahre Zauberkunst. Und dann sieht man auch so eine Leute, die wirklich physikalische Experimente und Zauberkunst in einer Show miteinander verbunden haben. Das war also, man kann das sagen, Edutainment heißt das heute. Vielleicht waren die Grenzen ja gar nicht so strikt gezogen zu der Zeit. Genau. Ja. Ne, das kann ich mir schon gut vorstellen. Sag mal, ihr begleitet ja wie viele Entertainer, und das ist ja heute fast eine sine qua non, natürlich eure Show immer mit Musik. Nun gibt es Musik, die Möglichkeit, atmosphärisch etwas zu verstärken, intensivieren oder zu untermalen. Bei euch ist mir aufgefallen, dass ihr immer so eine Art oder meist so eine Art ironisch gebrochener Musik dahinter im Hintergrund habt. Ist das System oder habe nur ich das so wahrgenommen? Also es gab ja auch die stillen Momente. Das würde mich zum Beispiel auch interessieren, warum da die Musik einfach dann nicht stattfand. Das Theater, sage ich mal, und Zauberei, so wie wir es im Close-Up-Club machen, ist ja eine theatrale Form. Wir laden unsere Gäste ein. Sie kommen, weil sie uns sehen möchten und nicht wie so häufig auf Firmenveranstaltungen oder so, wo der Chef den Zauberer engagiert und der wird dem Publikum vorgesetzt, ob es das will oder nicht. Also bei uns kommt das Publikum, weil es halt eine Grundbereitschaft hat und dann haben wir uns kennt und oder neugierig auf uns ist. Und, ein Stammpublikum? Oh ja, gestern Abend zum Beispiel war Claudia bei uns im Publikum. Ich glaube zum 5. oder 6. Mal. Und dann kam der Gag mit Claudia auch besonders gut. Und sie hatte alle ihre Freundinnen mit, weil sie hat ihren Geburtstag gefeiert. Ich schätze mal so Ende 30. Aha, so. Ja, und sie war also schon öfter da. Und wir hatten letztens wieder einen Mann da, der war bestimmt schon 20 Mal da. Also, weil er weiß, dass wir jede Woche eine andere Show spielen und deshalb gesagt habe, wenn er Zeit ausgesprochene hat, Suchtgefahr bei euch, ja? Das Spannende ist halt, und deshalb ist nach 8 Jahren unsere Show auch immer noch frisch, auch für uns frisch. Wir setzen uns wirklich einen Tag vorher zusammen und stellen halt aus unseren beiden Repertoires ein neues Programm zusammen. Das heißt nicht, dass man nichts sieht, was man nicht vielleicht schon mal gesehen hat, wenn man wiederkommt. Aber die Konstellation ist jedes Mal anders und da wir ein großes Repertoire jeder haben, ist die Chance sehr groß, dass mehr als 50% des Programms unbekannt ist für den Wiederholungstäter. Na, wunderbar. Gibt's Abonnenten? Abonnenten gibt es nicht, nein. Wir wollen da niemanden in irgendwas reinpressen. Denn auch Zauberkunst kann man nur in Maßen, nicht in Massen genießen. Ja. Und deshalb ist die Show auch nur 70 Minuten lang. Denn zu viele Wunder auf einen Haufen, da weiß man schon gar nicht mehr, was das erste Wunder war, wenn man das letzte erlebt hat. Ja, apropos 70 Minuten, erinnere ich mich an eine schöne Kritik über euch, die geschrieben wurde, zwar wie gefühlte halbe Stunde. Das heißt, so schnell und kurzweilig vergeht die Zeit bei euch. Hier sind Jacqueline und Eike mit ihrer neuen Kultursendung direkt aus unserem Multikult-FM-Studio aus der Heinicke-Markthalle in Kreuzberg. Unsere heutigen Studiogäste sind André Kursch und Axel Hecklau. Beide sind Zauberer, Magier und bieten ein ganz spezielles Programm an, nämlich Close-Up-Zauberkunst. Was das genau ist und wo Sie die beiden hautnah erleben können, das ist unser heutiges Thema, nämlich Zauberei und Magie. Ja, und jetzt kommt endlich die Frage, auf die ich schon die ganze Zeit warte. André und Axel, Zauberei, das ist ja normalerweise, ich kann sehen, was ihr macht. Gibt es aber jetzt eine Möglichkeit für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas anzubieten, Magie, Zauberei, wie wir sie beeindrucken können, ohne dass sie euch jetzt sehen? Gibt es was? Es ist ja so, dass die Zauberei eigentlich in den Köpfen der Zuschauer passiert. Ja? Wir machen etwas und in dem Moment, wo der magische Effekt passiert und der Zuschauer ist versteht, dass er jetzt getäuscht wurde, dann hat er dieses magische Erlebnis. Und das hat er nur im Kopf. Und dafür gibt es auch Beispiele gar nicht unbedingt aus der Zauberkunst. Also Axel zum Beispiel hat eine tolle Geschichte gefunden, die das eigentlich besser rüberbringt als alles andere, glaube ich, oder? Ja, die ist aus den 20er Jahren schon. Leider habe ich nicht herausgefunden, wer der Urheber ist. Also wenn ein Hörer weiß, von wem diese Geschichte ist. Ruft uns an. Das ist ja schön. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Illusionen nur im Kopf entstehen. Es ist eine Weihnachtsgeschichte eigentlich und sie handelt von einem jungen Mann, der eine neue Angebetete hat und ihr ein Weihnachtsgeschenk machen möchte. Den beiden ist es leider nicht möglich, sich zu Weihnachten zu sehen und so muss er das Geschenk durch einen Boten überbringen lassen. Nach sorgfältiger Überlegung entschied er sich für den Kauf eines Paares Handschuhe. Romantisch, aber nicht zu persönlich. Begleitet von der jungen Schwester seiner Herzensdame als Beraterin ging er ins Warenhaus und kaufte letztendlich ein paar weiße Handschuhe. Die Schwester der Angebeteten nutzte die Gelegenheit und kaufte sich ein paar Miederhöschen. Während des Einpackens vertauschte allerdings die Kassiererin unbeabsichtigt beide Pakete. So erhielt die Schwester die Handschuhe und der Mann die Damenunterwäsche.
Ohne den Inhalt des Päckchens zu kontrollieren, schickte er es zu Weihnachten an seine Holde und fügte folgendes kleine Schreiben hinzu. Meine Liebste, ich habe diese hier ausgewählt, weil mir aufgefallen ist, dass du normalerweise keine trägst. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ja lange mit Knöpfen genommen, aber deine Schwester trägt ja auch kurze und diese sind viel leichter auszuziehen. Die Farbe scheint vielleicht etwas heikel, aber die Verkäuferin zeigte mir ihre. Sie hatte sie bereits seit 3 Wochen getragen und sie waren kaum beschmutzt. Sie hat auch deine Probe halber einmal angezogen und sah einfach schick aus. Ach, ich wünschte, ich könnte sie dir zum ersten Mal anziehen, denn bis ich dich am Neujahrstage zum nächsten Mal sehe, sind bestimmt schon viele damit in Kontakt gekommen. Wenn du sie ausziehst, vergiss bitte nicht hineinzublasen, bevor du sie weglegst, denn naturgemäß werden sie ja vom Tragen innen etwas feucht. Denk bitte daran, wie oft ich sie im nächsten Jahr küssen werde. Ich hoffe, du wirst sie am Freitag für mich anziehen. In Liebe, dein Schatz. PS? Nach neuester Mode trägt man sie übrigens umgeschlagen, sodass der Pelz ein wenig herausschaut. Ja, und man sieht es, also ihr seht es nicht, aber wir sehen es, wie unsere beiden Moderatorinnen hier doch sich das Lachen arg verkneifen müssen, weil momentan passiert das nur in ihren beiden Köpfen, oder? Genau, das ist richtig. Und das ist das, was wir auch im Close-Up-Club erzeugen möchten. Dinge, die man sieht, aber Bilder im Kopf entstehen lassen, die unmöglich sind und die ein wunderschönes Gefühl erzeugen. Und nicht das Gefühl der Dummheit, weil man nicht weiß, wie es geht, sondern weil es einfach wunderschön ist.